Moin Sportsfreunde, Quotenwilli hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, in diesem Video möchte ich euch jetzt drei Tipps geben, wie ihr den perfekten Zeitpunkt für eure Wette herausfindet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, viel Spaß dabei. Ja, Sportsfreunde, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch gleich drei ganz wichtige Tipps geben, wie ihr für euch wirklich den besten Zeitpunkt bei der Wettabgabe finden könnt. Da spielen nämlich ganz, ganz viele Faktoren eine ganz wichtige Rolle und ihr müsst schauen, damit ihr, dass ihr natürlich auch mal die besten Quoten und die besten Preise somit erwischt. Vorab vielleicht erstmal, das ist von Liga zu Liga sehr, sehr unterschiedlich, wann ihr bestenfalls die Wette platziert. Große Ligen haben große Limits, da sind viele Syndikate unterwegs, also mit großen Ligen meine ich sowas wie Bundesliga, Premier League. Große Limits sind natürlich ganz, ganz viele Tausende von Euros. Da sind viele Syndikate unterwegs, also Zusammenschlüsse von Profis, die dort ihre Wetten abgeben, beziehungsweise Wettzusammenschlüsse, die auch für andere Leute die Wetten abgeben, was so eine Art Fonds dann auch sein kann unter Umständen. Und dementsprechend ist da natürlich auch die Konkurrenz somit extrem groß. Und deswegen ist es auch so schwer, in den großen Ligen so erfolgreich zu sein. Bei den kleinen Ligen ist es so, kleinen Ligen, da sprechen wir von Regionalliga in Deutschland, dritter Liga, da sprechen wir von Skandinavien, von Osteuropa, von sämtlichen zweiten oder dritten Ligen in Europa, auch von Südamerika und so weiter. Das sind alles kleinere Ligen. Da gibt es natürlich geringere Limits, also da könnt ihr halt nicht so viel setzen wie auf die Bundesliga. Das hat aber auch seine Gründe, weil ihr dort einfach viel, viel mehr Value herausfinden könnt, weil dort auch weniger Syndikate unterwegs sind und somit die Konkurrenz natürlich auch geringer ist. Das sind so mal ein paar Grundvoraussetzungen, die ihr auf jeden Fall wissen solltet, Freunde. Und jetzt steigen wir ein in die drei Tipps. Tipp Nummer 1, ihr solltet die Pinnacle Closing Line schlagen. Die Pinnacle Closing Line ist im Prinzip die Schlussquote, die direkt bei Anpfiff eines Spiels verfügbar ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bayern gegen Dortmund haben und wir sagen, Bayern hat direkt vor Spielbeginn, also Samstag 15.30 Uhr, eine 1,9er Quote, dann solltet ihr möglichst diese eine bessere Quote als die 1,9 gespielt haben, weil man sagt, dass die Pinnacle-Schlussquote die effizienteste Quote auf dem Markt ist. Da muss man, das Ganze muss man noch mit der Buchmacher-Marge bereinigen und so weiter. So genau möchte ich da aber jetzt nicht drauf eingehen. Wenn ihr nochmal mehr zum Thema Buchmacher-Marge und auch Quotenschlüssel wissen wollt, dann schaut euch mal das Video in der Infokarte an. Grundsätzlich ist es aber so, dass ihr, wie gesagt, um Value spielen zu können, die Pinnacle Closing Line schlagen solltet. Also sprich, ihr solltet eine bessere Quote als die 1,9 erreicht haben. Bestenfalls auch eine bessere Quote als 2,0. Das ist aber, je größer die Liga ist, desto schwieriger natürlich. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine 2,1 gespielt habt, vor 6 Stunden, also morgens irgendwie um 9.30 Uhr und dann ist die Quote mit weiteren Informationen und weiteren Einsätzen der unterschiedlichen Spieler auf 1,9 gefallen, dann habt ihr vermutlich Value erhalten und dann habt ihr somit also auch einen guten Zeitpunkt für eure Wette gefunden. Was ich damit sagen will, ist, dass ihr möglichst nicht direkt vor Spielbeginn eure Wetten platziert. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Man sollte das aber nicht ausschließlich machen, weil dann ist es einfach nicht möglich, die Pinnacle Closing Line zu schlagen. Und wenn man davon ausgeht, dass man nur dann Value erhält, dann kann man diesen Value insofern eben nicht erhalten. Das ist mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, herausfinden, wann die Syndikate unterwegs sind. Freunde, wie eben gesagt, Syndikate sind wirklich die Leute, die richtig, richtig viel Geld in die Wettmärkte spülen und ihr müsst für eure Ligen herausfinden, wann dies geschieht. Zum Beispiel nehmen wir, dritte Liga, Uerdingen gegen Mannheim. So, und in der dritten Liga sind natürlich auch Syndikate unterwegs. Das Spiel geht jetzt meinetwegen um 14 Uhr los. Und dann müsst ihr die Quotenverläufe beobachten. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter an, aber das ist im Prinzip ganz einfach herauszufinden. Ihr müsst euch einfach nur mal hinsetzen an den Samstagen, an den Freitagen und an den Sonntagen und ganz genau schauen, wann in euren Märkten die Quoten anfangen runterzugehen. Ja? Das müsst ihr herausfinden und dann wisst ihr auch, wann Syndikate unterwegs sind, weil es sind Syndikate, nur Syndikate und größere Paid-Tipps da können die Quoten zum Purzeln bringen. Wenn hier jetzt irgendeiner mal eine große Wette platziert mit auch eine vierstellige Wette, dann kann da auch was runtergehen, auf jeden Fall, da können die Quoten auch runtergehen. Allerdings sprechen wir jetzt hier von wirklich signifikanten Price-Moves und das sind eben sowas wie von 1,9 auf 1,8 oder so, das ist ja schon ein großer Sprung.
Und in der dritten Liga oder in der zweiten Bundesliga braucht das Ganze schon ein bisschen mehr Geld am Spieltag. Deswegen setzt euch hin, überlegt euch, welche Ligen ihr bespielen möchtet und dann schaut ihr wirklich ganz genau Spieltag für Spieltag, um welche Uhrzeit die Quoten anfangen runterzugehen. Und das wird in der Regel immer so ein Zeitraum von einer oder zwei Stunden sein, wo das Ganze passiert. Und dann wisst ihr, das waren die Syndikate. Und ihr solltet natürlich möglichst vor diesen Syndikaten eure Wetten platzieren, wenn ihr davon ausgeht, dass die Quote nach dem Setzen der Syndikate nicht wieder hochgeht. In den meisten Fällen passiert das nämlich nicht, weil die Profis natürlich schon wissen, was sie machen. Deswegen solltet ihr möglichst frühzeitig dabei sein. Tipp Nummer 3 ist, ausreichend Limits abwarten. Freunde, ihr solltet auf jeden Fall möglichst am Matchday eure Tipps abgeben. Es kommt auch wieder auf die Liga drauf an, bei der Bundesliga oder so zum Beispiel, da kann man auch 2 Tage vorher, 3 Tage vorher oder so seine Wetten schon platzieren. Das ist kein Problem, da hat man schon ausreichende Limits verfügbar. In den meisten Ligen ist es aber so, wo man einfach mehr Value erhalten kann, also in den Randligen, da ist es so, dass man ausreichende Limits erst im Matchday erhält. Und nur dann habt ihr auch die Möglichkeit, eure Einsätze nach und nach zu steigern, weil wenn ihr zum Beispiel 2 Tage vorher ein Regionalligaspiel abgebt beim Asiaten und ihr habt da Limit von 100 Euro, ja, da knallt die Quote ja direkt runter. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, auch für euch langfristig nicht, weil ihr wollt vielleicht auch mal mehr als 100 Euro setzen. Ihr wollt vielleicht auch mal 200 oder 500 Euro oder vielleicht auch irgendwann sogar mal 1000 Euro auf eine Wette setzen. Deswegen erstellt euch ein System, wo ihr es einfach hinbekommt, auch das Ganze langfristig ausrichten zu können. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall eure Wetten am Matchday abgeben beim Asiaten. Das macht am meisten Sinn. Ich sage immer, so Limits ab 3.000, 4.000, 5.000 Euro sind absolut gut. Wenn ihr zum Beispiel bei QBO, also bei dem Molybet-Tool von BetFootball, wenn ihr dort eine Wette öffnet und ihr seht, okay, ja, hier gibt es jetzt über alle Buchmacher verteilt Limits von 4.000, 5.000 Euro, dann knallt eure Wette da drauf. Und wenn ihr das dann schafft, damit mit diesen Wetten langfristig erfolgreich zu sein, dann Hut ab, dann seid ihr viel, viel weiter als die meisten anderen. Freunde, das waren meine 3 Tipps für den perfekten Zeitpunkt für eure Wette. Nochmal kurz zusammengefasst, Tipp Nummer 1 war, die Pinnacle Closing Line zu schlagen. Nur dann habt ihr Value. Das bedeutet also, dass ihr nicht direkt vor Spielbeginn die Wette abgeben solltet, sondern etwas vorher, damit ihr überhaupt noch eine Möglichkeit habt, die Pinnacle Closing Line zu schlagen. Tipp Nummer 2 ist, findet heraus, wann die Syndikate in euren Ligen unterwegs sind, weil die Syndikate bringen die Quoten zum Droppen und ihr solltet natürlich möglichst vor diesen Syndikaten eure Wetten platzieren, damit ihr noch entsprechenden Value erhaltet. Und Tipp Nummer 3 war, ausreichende Limits abwarten. Ihr solltet auf jeden Fall Limits im mittleren vierstelligen Bereich auf eure Wetten verfügbar haben, damit ihr das Ganze auch wirklich langfristig angehen könnt. Freunde, wie ist es dann bei euch? Wisst ihr schon, wann bei euch die Syndikate unterwegs sind? Habt ihr sowas in der Vergangenheit auch schon mal getrackt oder ist das jetzt komplett neu für euch? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat und natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr immer direkt über alle neuen Videos informiert werdet. Freunde, ansonsten sage ich, macht's gut, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und wie immer, gute Gewinne.